Hallo und herzlich willkommen. Schnubbis Playground, ich habe hier den. Wie hast du dich eigentlich genannt? Bitte wer? Was? Bist du Marvin jetzt? Oder nein, nein. Diesmal heißt du? Ich weiß gar nicht, wie ich mich angenehm genannt habe. Xuralo, denke ich mal. Hoffe ich mal. Okay, danke, Xuralo. Ich habe den Xuralo hier und wir spielen Ark. Irgendwas. Hab schon wieder vergessen, was wir spielen. Ark Evolve. Ja, irgendwas mit Ark. Bin ja gerade, wie ihr seht, in der Charaktererstellung. Ich hänge ein bisschen hinterher. Und habe im Stream, wie ich gerade sehe, auch noch nicht eingegeben, was wir spielen. Genau, Ark Survival Evolved, das ist das Ding. So. Ach, das ist mir eigentlich ziemlich egal, wie der aussieht. Maschinenja? Boah, das ist ja ganz schwarz. So. Namen natürlich noch ändern. Anne, wer heißt schon Anne? Steigen wir mal ein. Ach, ich muss gleich die Grafikeinstellung noch ändern, bevor ich vergesse. Komische Kristalle im Arm. Wohl. Ja, muss ich mal. Options. Medium, ne? Ich mach einfach mal. Bist du noch da? Okay. Keine Ahnung, was ich machen muss. Keine Ahnung, wo ich bin. Keine Ahnung, wer ich bin. Aber da ist auf jeden Fall schon mal was Großes aufgebaut. Eine merkwürdige Plattform. Von der Steuerung habe ich übrigens auch keine Ahnung. Blendend. Ja. Irgendwo im Südosten. Hallo? Ja, hallo. Ah. Ja, mein Headset spinnt etwas rum. Hab schon gemerkt, was gerade eben weg. Was mache ich jetzt? Du hast du sammelst erstmal Sachen. Wie in jedem Spiel auch. Mit E kannst du Steine sammeln und du kannst auch bei den Pflanzen, also die Pflanzen quasi aufnehmen für Plant Fiber und Beeren. Bist du eigentlich gespawnt? Irgendwo unten rechts. Achso. Dann ist es ja gut, dass ich dir gesagt habe, wo ich gespawnt bin. Ja. Und wo bist du gespawnt? Westen. Au. Ah, ja, und du musst mit der Hand musst du erstmal Holz schlagen. Ja, mache ich gerade und das blutet wie Sau. Ja, geht aber leider nicht anders. Oh, immer eine gute Idee, statt sich einen Stein zu nehmen oder so. Ja. Und danach kannst du im Inventar oder I bei Craftables dir irgendwann eine Stone Pick machen. Wenn du gute Sachen dafür hast. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Eine Schildkröte. Ninja Turtle. Und Stegosaurus, glaube ich. Nee, Triceratops. Gut, hier haben die im Spawn-Bereich schon eine ganze Burg gebaut. Dann sind wir ja ziemlich nah beieinander. Ich bin hier an der Küste, da wo oben am Berg ist so ein riesiges Teil aufgebaut und unten im Wasser ist auch noch so eine Art Burg oder was das sein soll. Ja, dann sind wir da beieinander. Bin relativ davor. Gucken wir mal ins Inventar. Aber sehen. Crafting. Craftables. Hey, ich habe einen Steinpick. Wo
Gigant. Ach, heilige Scheiße, ich habe Nessie gefunden. Oh mein Gott, das gibt's doch. Wollen wir uns vielleicht hier an dem Aufzug oder was ist treffen? Weiß nicht, wo du bist. Ich frag mich gerade, ob die eh überall am Spawnplatz so Bogen dann haben oder sowas. Das kann natürlich sein. Hedgefloor. Gibt's hier Strom? Keine Ahnung. Hier hat nämlich so ein Kabel verlegt, irgendwie zu der kleinen Burg. Auf. Schweine. Sperren die mich einfach aus. Ach, das ist eine Waterpipe wahrscheinlich. Also hier ist auf jeden Fall eine Vertical Stone Waterpipe. Ach, wobei, das ist gerade eine ziemlich ungenaue Angabe, weil ich sehe hier links von mir ist noch so eine Sonnengebilde. Ja, das meine ich ja gerade. Es gibt einige, also bei mir auf jeden Fall im Spawn einige. Woran hast du das denn gesehen? Was ist das? Wenn ich da rangehe, dann steht da immer nur Steinmauer und Fenster und sowas. Ja, dann ist es nur eine Steinmauer, wo du gerade bist. Ah. Das klingt logisch. Hey, Level Up. GZ. Axt auf jeden Fall. Auch eine Axt machen. Noch nie. Ah ja, das ist auch sehr lustig. Wenn du mit der Stone Pick an einen Baum gehst, dann bekommst du eher die Rinde davon. Wenn du eine Axt an den Baum nimmst, dann bekommst du eher Holz. Muss ich auch noch aufpassen, was ich benutze. Da muss ich ja denken, das ist ekelhaft. Ist bei dem. Ja, ist. Ja, ekelhaft, genau. ist bei den Steinen auch so. Wenn du der Stone Pick dran gehst, dann bekommst du Stein und vor allem Flint, glaube ich. Also Feuerstein. Also normalen Stein und Feuerstein. Aber eher Feuerstein. Mit der Axt gibt es eher normalen Stein. Okay. Zum Treffen. Die Sperre gebaut. Ich muss übrigens da bei dieser Wasserburg, wo ich war, eben einen PIN-Code eingeben, um da reinzukommen. Er hatte so eine Tasche liegen. Tasche, wo dabei stand, bitte PIN-Code eingeben, die Sachen zu nehmen. Man kann auch sein, dass es eine Tasche war. Ich habe nur gesehen, dass dann. Ich stand halt von der Tür und dann ist da so ein PIN-Code-Fenster aufgegangen. Gehe ich heute in die richtige Richtung gerade? Na, oh, diese scheiß Sonne blendet. Ich hab keine Ahnung, meine Position wird auf der Map nicht mal angezeigt. Du guckst auch in dieses Buch, oder? Notizbuch für die Map oder wo hast du das gesehen? Ja, was? Was habe ich wo gesehen? Ja, wo du bist. Nee, du konntest ganz am Anfang, wo du den Charakter gebaut hast, auswählen. Ich will gerne da spawnen oder da spawnen. Echt jetzt? Ja. Fuck. Deswegen habe ich es hier ja gesagt. Habe ich nicht gesehen, sorry. Ah, Mann. Ja, ich hatte es hier gesagt, dass du den Sound am Einstellen warst. Vielleicht hat Ark mich auch einfach übertönt. Ist möglich, aber finde ich nett, dass du mich verteidigen willst, aber... Ich glaube, ich bin einfach nur doof. Das habe ich auch nie bestritten. Oh, können die Tür nicht mal offen lassen? Einige Bäume hier. Also. Beschlagen kann, sozusagen. Eine Axt anschlagen kann. Die auch Schaden bekommen. Aber die sich nicht abreißen lassen. 24, okay. Level 24 Schildkröte töten. Oh. Ah.
wollte gerade wissen, ob ich eine Level 24 Schildkröte töten kann. Vor mir liegt ein nackter Mann mit einem Speer, der tot ist. Ob der es auch versucht hat? Nein, kommst du darauf? Bio and Grumps vielleicht? Ja. Health, Stamina? Upsala. Ach doch, jetzt doch. Wow. So, Lagerfeuer gelernt und wahrscheinlich brauche noch einen Speer, ne? Ich würde auch die Axt nehmen. Stone Hatchet? Ja. Das ist das, wo ich vorhin meinte, wo es cool wäre, wenn man zusammen spielen kann. Weil je nachdem könntest du dann meinetwegen jetzt den Speer erlernen und ich die Hatchet. Das ist man das quasi gegenseitig und das ist halt, wenn man eine Basis bauen will oder so. Das wäre cool, wenn einer von uns beiden nicht so doof wäre und einfach irgendwo spawnen, ne? Obwohl es angesagt wurde, wo. Ich könnte eigentlich einfach einen neuen Charakter erstellen und dann da spawnen. Das wird, glaube ich, schneller gehen, als wenn wir uns jetzt suchen. Wahrscheinlich, ja. PvE Official war das, ne? Irgendwas mit 330. War sogar genau 330. Kann sein, dass ich eh gleich sterben würde. Ah ja. Bist du tot? Nee. Ja, ich weiß nicht, was ich bin. Nee, ja, vielleicht. Ich bin schwarze Bildschirm und sehe fast überhaupt nichts mehr. Das hört sich ziemlich stark nach Tod an. Bitte eigentlich, du bist tot. Dann bist du jetzt blind und musst blind weiterspielen. Na super, wenn ich den Server joine, dann habe ich gleich wieder den Charakter drin. Kann ich nicht irgendwie einen neuen erstellen? Ah, nee, ich war nicht tot, ich war nur erschöpft. Okay. Kennt man ja so. Heißt gerade am Kämpfen in der Riesenschildkröte. Nö, ich leg mich jetzt hin. Ja, das ist doch normal. Ich leg mich auch immer hin, wenn ich gerade am Kämpfen bin. Jedes Mal. Das ist eine Ente oder sowas, die schaffe ich. Ein Dodo, nehme ich, meins. Auch ein Dodo töten. Zonk. Wehrt sich ja nicht mal. Super, jetzt hab ich auf Drag Buddy gedrückt, jetzt zieh ich den nur durch. So. Tote Leiche. Boah, ist der klein. Was hat der denn für Monster-Legs? Die Oberschenkel sind jetzt dicker als der ganze Rest. Oh. Der ist nur bewusstlos. Fehlermeldung. You are hot. You should place, find a place to cool down. Ja, das Lustige ist, wenn du wenn du jetzt ins Wasser gehst, dann bekommst du sofort die Meldung, you are cold, you should find some place to warm up. Na, aufwärmen tue ich mich selber. Ich bin heiß. Ein bisschen merkwürdig, der liegt da berufslos rum. Nein. Ich bin ins Wasser gegangen, da steht trotzdem immer, du bist heiß. Ah, geil, endlich.
Oh, cool. Ich... Ach, ich geh gleich einfach mal in die Schatten. Was ist das denn für ein Monsterding? Lol. Ich hab welche Iridinos so gepackt, dass der eine so aussieht, als ob er den anderen... Du weißt schon, was macht. Was denn? Ordentlich von hinten nimmt. Von hinten. Hinten. Ach, ich glaube, ich gehe mal irgendwie in Schatten oder sowas lieber. Wenn das Wasser schon nichts bringt. Ich finde das ein bisschen doof, wenn man die Karte aufmacht, dass man nicht sieht, wo man da ist, nur was man aufgedeckt hat. Ja, ich frage mich, ob man das irgendwie erweitern kann oder so. Ich weiß ja nicht mal, wo ich langlaufe. Und somit weiß ich ja nicht, ob ich die gerade finde oder nicht. Wo bist du denn gespawnt? Ja, ganz unten rechts in der Ecke. Warum rechts? Warum nicht? Im Osten halt. Ja. Aber bist du auch fast rechteck? Außer dass es Westen gewesen wäre. Ja, aber ich wusste ja nicht wo und ich konnte ja keinen neuen Charakter erstellen gerade. Ach so, wenn okay. Wenn ich den Server joine, dann bin ich automatisch wieder mit dem Charakter drin. Deswegen. Ja. Ich könnte mich ja töten. Vielleicht müsste ich eigentlich einen neuen kriegen. Keine Ahnung, ich habe aufgehört, dass ich gestorben bin. Ich probiere es mal, ob ich mich ersaufen kann. Oh, die bauen Unterwasserstacheln ein. Gemein und genial zugleich. Bei dem Ding gespawnt. Hier ist ein Ding bei mir gespawnt. Hey, wenn alles klappt, dann habe ich gleich eine Schildkröte, die mit mir rumläuft. Geil. Kann sie mich aus dem Wasser retten? Oh, schade, ich bin gestorben. Habe ich wohl kurz nicht aufgepasst. West Zone 1, 2 oder 3? 1. Create a new survivor. Natürlich wieder eine Tussi. Jetzt bin ich an der West Coast. Cool. Ich habe gerade etwas herausgefunden, was eigentlich sehr logisch ist, aber ich dachte, was so funktioniert. Wacken. Wenn du Durst hast, reicht es, wenn du einfach in deinen See gehst. Ja, habe ich eben auch gemerkt, als ich mich saufen wollte. Erst hat er die ganze Zeit geschrien, ich habe Durst, und dann, als er saufen ist, hat er sich plötzlich nicht mehr beschwert. So, jetzt bin ich an einer riesigen Stahltür. Ja. Wenn du da gespawnt bist, wo ich gespawnt bin, dann kannst du einfach Richtung Waldstück gehen. Ja, das geht. Waldi, Waldi. You're overheating, you should find some place to cool down immediately. Oh nein. Ich stand eben die ganze Zeit im Schatten rum und jetzt beschwert er sich, dass ich überhitze. Puh.
Und jetzt sterbe ich gleich an drei Sachen zugleich. Na, dann starten wir wenigstens beide gleichzeitig. Ja, mit der Schildkröte nervt mich jetzt. Hast du schon bekommen, oder? Also, nee, ich wollte nur eben kurz dieses, eine Zeugs hier einsammeln. Na, jetzt bin ich tot. Na, supi. Oh! Kann man von umfallenden Bäumen erschlagen werden? Weiß ich nicht. Ich habe gerade mit der Faust auf dem Stein eingeschlagen, von allen Richtungen, ist er plötzlich umgefallen. Aber bevor er der mich erschlagen konnte, ist er despawned. So, bin ich nochmal neu gespawnt im neuen Survivor Invest Zone 1. Ich komme. Und hinlaufen tue ich auch. Ich will immer noch einmal überhitzen. Hey, das ist eine Schildkröte. Ah, man spawnt auch nicht mal an der gleichen Stelle. Bist du jetzt nicht an diesem Tor, oder was? Nö, offensichtlich nicht. Bitte? Bist du jetzt nicht an dem Tor, wo ich jetzt gespawnt bin, eben, ne? Beziehungsweise wir beide davor. Glaub nicht, dass ich da gespawnt bin, ne? Was ist das denn für ein kranker Fisch? Diesen grünen Strahl am Himmel. Level 50. Grüner Strahl im Himmel? Ja. Oh, ich sehe eine Rauchwolke. Oder den Mond. Siehst du den Mond? Den Mond sehe ich. So, und wenn ich vom Mond aus nach links schaue, dann habe ich einen grünen Strahl. Also, wirklich ein ordentliches Ding, was so nach oben geht. Kann sein, dass es grün ist, ist die Sonne. Ich werde gerade geblendet, weil ich den gucke auf der Insel oder was. Weiß ich, wo das ist. Also, ich sehe einen grünen Strahl, der ist aber auf einer Insel. Ein bisschen abgelegen vom Festland. Wenn ich vom Mond aus nach links drücke, wenn ich vom Mond aus nach rechts gucke, sehe ich nur Rauch und einen Berg. Okay, dann frage ich mich, wo du gerade bist. Hey, hier ist eine Waterpipe. Eine kaputte Waterpipe. Ach, ist doch schön, wenn man sich nicht mal selbst finden kann. Direkt hier in der Nähe. Was ist das dann schon wieder? Eine Pflanze. Unter Wasser Kram kann man aber nicht einsammeln irgendwie von den Pflanzen. Ich renne einfach mal auf den grünen Strahl zu, falls es grün ist. Merkt ihr, wo er ist? Es kann sein, dass er gleich despawnt. Irgendwie Gruppen machen oder sowas? Du kannst auf jeden Fall einen Stamm machen. Ja, den kann ich machen. Haha. Nicht? Oh, springt so ein Dino die ganze Zeit aus dem. Der ist irgendwie mitten im Wasser gelandet, springt die ganze Zeit hoch und fällt wieder runter ins Wasser. Ah, oh, muss Level 15 sein. Ich bin doch am Arsch, ey. Ich hab einen Raptor oder sowas gefunden. Das ist uncool ohne Speer. Ja, der buggt sowieso. Ob ich da auf die andere Seite komme? Übers Meer? Wo bist du gespawnt? In Westzone 1, ne? Ja. Okay. Und bin jetzt von der Holzburg. Weil irgendwie. Ja, hey. Wie gesagt, ich finde hier momentan nur überall Holzburgen und Häuser und Gott weiß was. Ja, voll unfreundlich. Alle machen sie die Türen zu. Bleib mal stehen. Ich stehe.
Okay, dann möchte ich das da hinten nicht. Entscheiden zwischen heiß und kalt. Jo, was ist das denn? Also die ganze Burg aus Holz mit dünnster Holzschicht, aber das Tor ist 2000 Meter groß mit Stahl und was ist denn hier alles? Ja, macht Sinn. Ja. Da kann niemand reinkommen. Was? Warum kann ich hier keine rein? Ich weiß nicht, wie wir uns wiederfinden können, weil wir beide keine Ahnung von der Karte haben. Das kann ich dir auch nicht sagen. Habe ich mich extra gekillt und für uns trotzdem nicht. Ich finde nicht mal 50 Steine, damit ich mir so eine Pike bauen kann. Da hinten ist noch ein grüner Strahl. Hier ist ein T-Rex. Oh, hier ist ein großer, großer Dino mit Sattel. Mit großer, großer, mit einem großen, großen Sattel auch. Ja, ein paar davon habe ich schon gesehen, aber die meisten, die ich gesehen habe, die sind irgendwie ja, in Gebäuden drin. Übrigens, der Strahl, den ich gesehen habe, war blau. Upsi. Ey, hier ist auch. Cool. Jetzt. Sie müsste irgendwo... Ey, ein Skorpion. Mit Sattel. Dritte von oben, zweite von rechts. Von den Kästchen auf der Map müsste ich irgendwo sein. Moment. Ah, es gibt Säbelzahntiger. Und es gibt Dunkelheit. Mhm. Und ich kann immer noch kein Lagerfeuer machen. Diese Burg hier. Glaube ich. Bin in Sicherheit, also. Der T-Rex hier hat eine Brille auf. Ja, man muss auch was sehen können als T-Rex, ne? Das ist so bescheuert. Wie heile ich mich eigentlich was essen, ne? Bitte was? Wie heile ich mich denn, weil mein Health geht, glaube ich, gerade runter. Die Anzeige rechts zumindest. Oder ist es indem du eher weniger Schaden frisst. Ich fress gar keinen Schaden. Ich weiß gar nicht, wie man Schaden frisst. Ah, hier ist ein Umgenerator. Hm? Hoppala, jetzt hab ich was. Ja, also es gibt definitiv Strom hier. Muss man nur noch finden, wo das ist, ne? Bitte? Muss ich nur noch finden, wo das jetzt ist? Also ich stehe bei dem weißen T-Rex mit der großen roten Brille. Ich habe weder einen T-Rex noch eine Brille gesehen. Bis jetzt. Ja, du musst ja auch einen T-Rex mit Brille sehen. Danke, das hilft mir jetzt weiter. Immer noch nicht. Der blaue, also ich sehe einen blauen Strahl von hier. Daneben etwas Grünes. Dahin. Leicht. Ja, witzig. Wenn ich in der einen Zone stehe, ist mir kalt. Laufe ich einen Meter weiter nach links, ist mir warm. Ja. Bei mir ist es noch verständlich, ich bin eine Frau. Au, 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 au! Nichts passiert. Au, 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 nichts passiert. Aber richtig doof. Siehst du denn so einen riesigen Turm
Mit Spitze und Loch in der Mitte und so. An der Küste. ja. Berg. Grün, ne? Grün? Hast du nee, Quatsch, das ist was anderes. Nee, das ist was anderes. Nee, dann sehe ich den nicht. Dann sind wir ja komplett woanders. Weil der blaue Strahl ist bei mir jetzt auch weg. Ja, bei mir auch. Ich stehe direkt unter Mond. Fast. Warte, ich auch. Moment, meinst du dieses große blaue Teil, was so in der Luft schwebt? Mann, jetzt ist ein riesiges blaues Teil, was mit einem sehr hellen Strahl am Himmel erschien bei mir gerade. Ja. Also eine große blaue Kugel, Blitzkugel irgendwie, und da ist ein heller weißer Strahl drunter. Ein weißer Strahl oder ein blauer Strahl? Kann auch blau sein. Irgendwo noch einen grünen Strahl. Ich sehe hinter den Wäldern einen gelben Strahl, rechts vom Turm. Und links vom Turm nochmal so eine Blitzkugel. Ich sehe gerade gar nichts. Ich glaube, ich bin unter Wasser, ist auch geil. Ja, ich wollte noch schnell eine Fackel machen, aber ich habe gesehen, dass ich überhaupt nichts gesammelt habe. Das ist nicht so schön. Ich habe kein Holz, ich habe keinen Flint. Ich kann mir nicht mal so eine dumme Spitzhacke machen. Ah, jetzt kann ich mir eine Fackel machen. Aha. Nein, mir fehlt Flint. Toll. Aber ich kann mir eine Axt machen. Bei mir wird es im Stream gleich richtig spannend, wenn ich überhaupt nichts mehr sehe. Schau mal, was du schaust. So, ich brauche also noch... Ach, nur einmal Flint. Du hast Starving. Und ich habe wahrscheinlich... Ach, ich hab Beeren. Was habe ich? Nein, ich habe Beeren. Ich bin nämlich am Starven, aber... Achso. So, wenn du kannst, sammle so viele Beeren, wie es nur irgendwie geht. Ja, ich bin schon die ganze Zeit dabei, aber die meisten fresse ich gerade selber, weil ich irgendwie... sehr hungrig bin. Fällt. Ach ja. Ich vergesse mal, dass ich die Axt wegpacken muss, um Beeren einzusammeln. Ein mega Neurer habe ich hier. Ein wer? Mega Neurer. Ah. Dann suche ich mal danach. Findest du nicht? Ah, glaube ich auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Also ich habe jetzt überhaupt keinen Strahl mehr bei mir am Himmel. Ich schon. Also der Strahl ist noch da, die Kugel ist nur weg. Ja, das meine ich. Ich habe auch keine Kugeln mehr am Himmel. Ich schwimme da einfach mal hin. Ich versuch's das mal. Und dieses absolut übergroße blaue Teil am Himmel siehst du auch nicht, nein? Da ist ein lila Teil am Himmel. Bei mir. Lila? Ach Gott, dann bist du da hinten. Ja gut, dann bin ich die ganze Zeit in die falsche Richtung gelaufen. Super. Regnet das bei dir jetzt auch? Ja. Ja. Wenn Regen nicht immer mapweit ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Schwimm, du Luda. Oh oh. Schwimm schneller, schneller, schneller. Ach, wenn man im Wasser ist,
ohne sich wehren zu können und dann so ein Zischen hört, das ist immer ein gutes Zeichen. Ich höre überhaupt nichts momentan. Aber die ist das Viech auch nicht, was auch immer das ist. Ich will mich nicht umgucken. Ey, weil meine Ängste halt was umgesponnen hat, mein Headset. Achso. Ach, das ist Atmungsgeräusch. Ich dachte, das wäre ein Monster. Doof, ich hätte aber einfach bei dir auf dem Stream schauen können, wo du bist. Ja, hättest du. Wenn mein Stream funktionieren würde. Wie wenn er funktionieren würde? Ja, wenn ich bei mir auf dem Laptop restarte, dann habe ich immer nur einen schwarzen Bildschirm. Im Stream. Oh. Ich glaube, dein Stream spinnt auch ein bisschen. Du hast angeblich nur einen Zuschauer. Glaub mir. Ja, aber ich habe zwei. Also wenn ich selber nachgucken will, dann habe ich immer nur ein Standbild und sehe sonst nichts mehr. Was ist das denn? Das sieht aus wie ein Raumschiff oder sowas. Welche Farbe hat das Raumschiff? Weiß, Silber. Also das Licht da drin ist weiß und der Rest das dürfte Silber sein. Ich bin immer noch nicht ganz da, ich sehe die meiste Zeit nur Wasser. Was für eine Verzögerung hast du im Stream? 5 Sekunden oder 2 Sekunden, glaube ich, nur. Also eingestellt zumindest. Ist das Ding da aber, auf was du gerade zuläufst, blau? Das ist blau? Für mich ist das weiß. Doch, eindeutig blau. Kommt aus gleich raus. Es ist groß, es leuchtet und es macht mir Angst. Und ich renne rein. Hallo Fremder. Du Freund oder Feind? Du hast Starving. Dann esse ich halt erstmal was. Starving und alles, was ich finde, ist Stein. Alle Bären gefressen und bin bei Food bei 3,7. Na supi. Das ist ein Supply Crate. So halt. Du musst mindestens Stufe 100 sein oder sowas. Ne? Na 25. Aber ist trotzdem noch weit entfernt. Ich war vorhin bei einem Level 15 Ding. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Man frisst hier tausende von Bären und es kriegt kaum was für den Hunger. Ja, bist du denn von einer Handvoll Bären satt? Ja. Ich habe irgendwie 30, 40 Stück oder sowas gegessen. Davon werde ich satt. Zeitweise. Na, vielleicht haben die auch verschiedene Wirkungen, weil ich weiß zum Beispiel, dass wenn du einen Saurier zähmen willst, brauchst du sehr viel von diesen Narkotisierbären-Dingern. Trilobite? What the fuck? Greif dir mal nicht an. Starving. Ja, meine Güte. Ach, Narcoberry. Makes you sleepy. Ups. Ja, aber genau die meinte ich. Ach Leute, ich habe die gar nicht gegessen. Ich habe die nur ins Inventar gepackt. Ja. Also hier in Quickslot habe ich die nur gepackt die ganze Zeit. Hey, ich habe gerade gekackt. Gratulation. Aber auch wenn ich sie esse, bringt es irgendwie nichts. Bitte? Jetzt habe ich die halt in Quakeslot diesmal auch gegessen und irgendwie bringt es trotzdem nichts. Ein bisschen müsste es was bringen. Ja, ich bin jetzt auf 8,6 hoch. Ja, siehst du. Aber irgendwie nervt das ein bisschen, dass der Chat genau über den anderen Sachen ist. Ja.
Okay, Stimberry kann man essen, aber dann muss man was trinken. Sehr schön. Blutei. Oh, nimm den Chat da weg. Ich will das lesen, was das bedeutet. Ich habe mir hier einen Wasserpark aufgestellt. Oh mein Gott. Ich starte mal eben ein. Was? Ich habe eben das Spiel neu. Ja. Trinkt er denn jetzt nichts? 3 Sekunden AFK. Ich zähle mit. 1, 2. BP. Not ready to. Ach, dann esse ich halt die komischen Bären, die nicht mengen. Wie hieß nochmal der Server? 330, ne? Mir leid, ich frag nie wieder was. Ne, ich werde gerade von was Großem angegriffen. PvE Official, irgendwas mit 330. Aber ich bin gleich hier tot. Ich hab die nur auf die Füße geschissen, jetzt greift er mich an. Übrigens, man sollte hier seine eigene Scheiße essen. So, Ich wehr mich jetzt einfach gegen den Bastard. Komm her, du. Kriegst mich nicht tot. Ey, gute Nachrichten. Ich kann jetzt eine Fackel machen. Ja, das freut mich, wenn ich dich finde. Ich dachte eher, dass es doof ist, weil jetzt brauche ich eh keine mehr. Aber so dunkel war das aber. Ich hab die ganze Zeit was gesehen eigentlich. Ich hab fast über. Also ich hab teilweise überhaupt nichts gesehen. Ich kann nicht mal sagen, ob ich den Dino gerade treffe. Jetzt treffe ich ihn. Aber falls ich die Dino hier schaffe und du Feuer machen kannst, dann haben wir ganz viel Fleisch zum Braten. Ach komm, der backt aber irgendwie ständig weg.
entweder lag ich extrem oder der backt hier von einem Fleck zum anderen. Ah, leck mich doch. Yep. Danke, ich bin gerade gestorben. Nicht du. Also zwei Spucker-Dinosaurier ist ja schon etwas, ne? Zwei Spucker und eine Biene ist etwas zu viel. You killed a Kano! Oh. Angeber. Gib mir Fleisch. So, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt gespawnt bin. Das ist immer gut. Ach, ich hau noch mal ein paar Stunden auf den Typ hier ein. Was passiert wohl, wenn ich das rohe Essen esse? Du bekommst... Du bist vergiftet, glaube ich. Thatch-Door. Ja, ich kann eine Tür bauen, super. Hast du überhaupt gelernt, eine Fackel zu bauen? Die kannst du einfach bauen. Okay. Die Fackel und die Stone Pick, die kann man auf jeden Fall bauen. Ach so, dann habe ich das eben übersehen. Als nächstes lerne ich mal ein Holzschild. Geil. Ach so, okay, deswegen sind die hier. Hä, lol? Bin gestorben. Ich stand nur rum und bin plötzlich gestorben. Ach Gott. Jetzt hatte ich endlich mal so 17 Fleischdinger und nur keine Möglichkeit, ein Feuer zu bauen. Um die auch zu braten. Ist aber immer noch West Zone 1, ne? Ja. Ich habe gerade einen Fisch an der Küste gesehen gehabt. Dachte mir, ja cool, der backt wohl bestimmt rum, ne? Mache ich immer eben platt. Hier dann einen zweiten Fisch, der rumgebackt ist. Ja, okay, vielleicht ist so ein Platz für die rumbacken. Einen dritten und vierten. Sind Leute, die haben da ihre Fische einfach nur hingeparkt. Aber wenn du gestorben bist, machst du dann create a new survival oder respawn random location? Wohin habe ich einen neuen gemacht? Und jetzt bin ich aber nur an einem random Location in der Gegend gespawnt. Versuche jetzt auch mal random Location. Es hatte gerade so schön Kleidung und alles Mögliche. Okay, jetzt bin ich über einem riesigen fliegenden Turm, unter einem riesigen fliegenden Turm gespawnt.
Okay. Warte mal. Eher auf einem Berg oder eher unten am See? Am Meer. Am Meer, so. Siehst du zufällig einen grünen Strahl in der Gegend? Ja. Sehr nah an der Gegend. Ich stehe genau zwischen den beiden Sachen. Okay, wenn du zum Strahl schaust und nach links gehst, dann müsstest du normalerweise ein riesiges Vor sehen. Ja, sehe ich. Ja, ich bin auf der anderen Seite von dem Vor. Lauf ich dir mal entgegen. Und sammle dabei Sachen ein. Also ich komme von dir aus gesehen von links aus. Du kannst einfach am Vor treffen, würde ich sagen. Das. Man kann. Bin das schon am Vor. Also. Ich glaube, jetzt sehe ich auch die Dinos. Im Vor zumindest. Müsste es mich eigentlich jetzt auch sehen. Noch nicht. Bin gerade am Seiteneingang. Rechts von dir. Ah, da. Hey, na, auch hier? So, wie lange hat es jetzt gedauert, bis wir uns endlich gefunden haben? Na, Kleine, willst du mal von meinen Nakoto-Bären essen? Geilste Anmache in der Zeit, ey. Ja, bitte schlag noch mehr drauf ein. Stehst du doch drauf. Was hast du schon alles gelernt? Ich bin gerade neu gestorben, weil ich bin ja tot gewesen. Ja, aber du behältst dein Level. Ach so. Also, was hattest du vorhin alles gelernt? Engrams. Ich habe das Lagerfeuer, die Axt, das Speer, Hosen, ein Hemd, eine Wasserflasche und ein Hide Sleeping Bag. Wie viele Level hast du? Wie viele Level hast du, dass du so viel gelernt hast? Ich bin Level 4. Warum? Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich sammle nur und habe ein Level 4 Monster getötet. Ja, okay. Baumfeld. Also, dann würde ich mal sagen... Was war das warum? Was hast du jetzt gelernt? Das Campfeuer? Ja. Die Axt, den Speer? Ja. Den Trinksack? Ja. Hose, Hemd und Schlafsack. Dann lerne ich mal. Achtung, Baumfeld. Fundament, Mauer. Dach, Mauerrahmen und Türrahmen und Tür. Ey, cool, ich kann jetzt eine eigene Wohnung bauen. Geil. Das wäre auch gar nicht so schlecht, wenn wir uns so ein kleines Ding hier aufziehen würden, ne? Dann wissen wir nämlich immer, wo wir spawnen. Aber wird das angezeigt auf der Map? Wenn's weiß ich nicht. Ist ja scheiße, wenn man uns hier. Bau mir mal eine Axt, bitte. Ich kann doch gar keine Axt bauen. Also von den Sachen nicht. Was brauchst du denn? Wo sind die jetzt da? Ich brauche noch ein Flint, ein Holz und 6 Thatch. Also Thatch hab ich. Flint kann ich dir gerade besorgen. Flint habe ich jetzt auch 2. Kaputt gemacht. Mit dem Holz wird halt spannend, weil. Vielleicht, wenn man mit Fäusten draufschlägt, weil ich habe ja gerade auch was bekommen. Fetch. Ah, jetzt habe ich ein Holz. Craftable, hä? Ach, mir fehlen noch 2 Thatch. Wo bist du? Gebe ich dir. Hab ich schon.
Ah ja. Baumfeld. Oh, ich muss eben ins Wasser. Crafty. Beziehungsweise, wenn du die Axt hast, kannst du auch schon so etwas Holz fällen. Weil wir eben Holz brauchen. Sehr viel Holz. Na, dann nehme ich mir die erste Axt für mich. Und dann die zweite Axt brauche ich dir dann. Das heißt, ich brauche noch... Gekackt. 9-mal Sedge und 1-mal Holz. Ich gratuliere dir zum Kacken. Hallo? Ja, danke. Hallo. Ja, nicht deswegen hallo, weil er hat die Axt, er nimmt die Axt irgendwie nicht in die Hand. Ach, jetzt. Boah, es gibt ja plötzlich Holz ohne Ende hier. Bist du da? Ich leg die mal hier nicht ins tiefe Gras, ne? Sondern irgendwie auf eine Fläche, die man sehen kann. Wobei, es müsste sowieso ein großes Paket sein, eigentlich. Müsste, ja. Drop. Cool, ich hab eine Axt. Cool, ich hab geschissen. Ey, ich wollte grad sagen. EZ dazu. So, und jetzt brauchen wir ungefähr 100.000 Holz. Das ist so ekelhaft, ey. Da isst man echt seine eigene Scheiße. Kannst du hier essen? Ja. Ich habe eben im Chat so ein bisschen geschrieben, oh mein Gott, ich verhungere. Bye bye, du grausame Welt. Da haben sie mir gesagt, ich soll Z drücken, damit man scheißt, weil das kann man provozieren, dass man scheißen muss. Mit Z halt, wenn man noch was hat im Morgen. Und dann kann man die Scheiße essen, dann wird man davon satt. Ich hatte meine Narkobären, gehen jetzt alle hin. Bist du die jetzt selber, oder was? Nee, ich hab halt welche gesammelt gehabt. Achso, und wegen Tod weg. Bitte? Wegen Tod dann weg. Ja, sie verspoilen halt. Achso. Ach stimmt, die werden auch schlecht, die Sachen. Ja. Muss man auch eben die kochen lernen, ne? Bei dem Lagerfeuer am besten. Ja, oder wir werden einfach einen Dino finden, können wir dann einfach filmen. Aber im Stream, wo ich dich mal gesehen habe, dann hat er irgendwie 40 oder 60 Bären gebraucht. Für einen Dino. Ja, hätte ich gehabt. Ach so. Ich hab, ja, als du jetzt hier, Holz gesammelt hast und ich eben trinken war. Also. So, dann schaue ich mal. Also, ich brauche. Ich brauche 2, 3, 4. Und tonnenweise Thatch auch. Also ich habe jetzt 152 mal Holz und 28 Thatch. Ja. Okay, ich brauche ungefähr 125 mal Thatch und 8 mal Holz. Na, dann sind die Sachen, die ich gesammelt habe, ja schon mal sehr sinnvoll. Ja, also Holz, damit kann man immer was anfangen. Für Thatch, da eignet es sich mehr, wenn du die Stone Pick nimmst. Ja, aber ich meine, mein Inventar ist relativ voll, deswegen. Dann packe ich mal ein bisschen was von dem Holz weg. Oder soll ich dir das geben? Also das Fetch will ich auf jeden Fall, das Holz. Ja. Ja, gib mal. Wo bist du?
Richtung Wasser. Ich eigentlich gerade was trinken. Oh, ich muss unbedingt was trinken. Eigentlich keine dumme Idee, wenn wir das beim Wasser auch sofort machen, ne? Ja, da muss man nicht mal so weit laufen, wenn man Durst hat. Ich bin gerade am großen Stein im Wasser. Und da, wo das Stromkabel ist. Oder ist es eine Wasserleitung? Wasserleitung, aber ich sehe dich gerade nicht. Ah ja, okay. Ey, hier habe ich vorhin gestartet. Hier bin ich vorhin gestartet. Nicht auch gibt's ungefähr. Beim letzten Mal zumindest. Ah ja, okay. Sauf, du Schlampe. So. Wupp, dann verpacke ich mal dir schon mal das Sätzchen. Und. Trinke hier nix. Leck mich doch am Arsch. Musst hinlegen, damit es trinkt. Damit er trinkt. Ja, aber er wollte halt gerade nicht. So. Die zwei Pakete hier hingelegt. Lege ich mich hin? Nochmal? Gerade. Ah ja. Ich bin im Wasser, der trinkt nicht. So ein Arschloch. Ich könnte schon wieder aufs Essen. Ich glaube, ich muss mal kurz kacken gehen. Oh, ich kann noch gar nicht kacken. Ich habe eine einzige Narkobeere. Eat it to gain a tiny amount of nourishment. Aber ansonsten auch noch Beeren, die ich dir geben kann, ne? Wie kann man denn die Samen einpflanzen? Ich rede jetzt von in den Boden einpflanzen. Ja, alles geht, wenn man will, ne? Also. Ja, super, jetzt sehe ich nichts mehr. Lol, ich haufe einen Stein ein und kick Holz. Auch nur, weil meine Waffe kaputt ist. Werkzeug. Ich werde die Hütte hier unten bauen. Wird jemand auch noch ein bisschen warm dagelassen. Wo ich bin? Ich glaube ja. Wenn du das da hinten am Wasser bist, dann ja. Setsch, davon brauchst du am meisten, ne? Ich brauche. Ja, Setsch auf jeden Fall. Nicht mehr bewegen. Sehr gut. Ich komme dann gleich in Verwaltung, die ich schon mal. Es gibt irgendwie sehr wenig Kleintiere, irgendwie die man, also Krebs oder sowas, die man sich schnappen kann zum Fressen, ne? Zumindest noch keine. Ja, das verstehe ich auch nicht, warum man die nicht kann. Close you. Ach, okay. Der Arsch von den. Toll. Hä? Na, die haben wahrscheinlich alles so ausgelegt, dass man hier nichts bauen kann. Wegen diesen kleinen Holzdingern, die hier immer rumstehen oder was?
gehe mal davon aus, also man kann nicht an Enemy Foundation oder Gate. Und das Ding hier ist ein Woodpiller. Ja, ich weiß halt nicht, was das Ding dafür zählt. Das kann ich dir auch nicht sagen, aber das wird zumindest erklären, warum die Dinger überhaupt hier rumstehen. Was steht da? Free Parking. Oh. Schild im Wasser, Free Parking, but beware of wild sharks. Naja. Hast du hier ein Lagerfeuer hingebaut? Nee, das waren auch die. Nee, ich kann hier nirgendwo das Ding hinpacken. Das ist doch scheiße, sowas. Ja, wir hätten damit rechnen können. Ich meine, prinzipiell habe ich kein Problem. Ach, komm mal her. Da gebe ich ein bisschen von meinen Sachen ab, damit ich mich wieder normal bewegen kann. Wo bist du denn? Ich bin einfach gegenüber von dem Parking da hochgerannt. Seh dich schon. Ach da. Die Grafik ist so schlecht. Moment. Ah, hier ist ein Rucksack. Ja, mit Code. Ach, apropos mit Code. Schau mal. Pass mal auf. Willst du das nicht mitnehmen? Nee. Nimm mal hier das Paket auf, bitte. Das ist lecker essen. Dann ja. Gehen wir mal. Jetzt kann irgendwo. Ich mich nicht mehr bewegen. Ach geil. Oh, hier ist ein. Ein was? Eine Schildkröte. Achso. Reite sie. Mohaha. Ach, ich brauche die ganze Zeit die Sachen neu. Man kann sie auch einfach fallen lassen. Reparieren, meine ich. Ja. Das ist immer noch zu schwer. Melee Damage, wait. Das nächste Mal muss ich unbedingt, was man tragen kann, erweitern. Nein, meine Beeren fangen jetzt an zu spoilen. Warte, jetzt. Dann esse ich schnell. Achso, du brauchst ja für die Dinger. Was für Beeren brauchst du da? Die, Also am besten Narkobeeren, aber allgemeine irgendwelche Beeren sind okay. Du kannst ja aber auch erst helfen, das Vieh hier klein zu machen, ne? Ja, ich... Mein Inventar ist halt voll, ich kann halt nicht wirklich schnell gehen. Au. Ah nein, sterbe ich jetzt auch noch? Ich fliege, ich eile. Hat sie diese riesige Schildkröte dort? Ja. Einfach so komisches Ding mit den Händen verprügeln. Wenn du die Axt nimmst oder so, dann machst du sie kaputt und das wollen wir ja nicht. Ach so. Oh nein. Mein ganzes Inventar weg. Ja, der ist Level 48. Ja und? Was? Du kriegst mal eben 48er und wunderst dich, warum du stirbst. Der einzige Grund, warum ich gestorben bin, ist weil, oh, hier. Hä? Bin ich hier? Weil? Ah, fuck! Runtergefallen. Ist. Einzige Grund, warum wieder hier bei der Charity Station. Bin erst gespawnt. Nee, ich bin nur gestorben, weil ich keine Stamina mehr hatte. So. Glaube ich habe keine Lust mehr auf das Spielen.
Wie oft bist du jetzt schon gestorben? Beimal. Was für eine Charity Station denn jetzt? Ah, da war irgendjemand, die haben so eine... Die haben eingeschrieben, Charity Station, lasst Sachen hier, wenn ihr die Leuten spenden wollt. So kann man sich auch Ressourcen ergaunern. Campfeuer brauche ich ja noch nicht. Also jetzt, wo ich kein Fleisch mehr habe, jetzt kann ich das Campfeuer machen. Und das Sammeln von den Beeren, das geht auch sehr einfach. Weil du in einem Waldgebiet bist, findest du sie nicht mehr, sondern gehst normal vorwärts und drückst immer nur E. Ja, das stimmt. Weil irgendwo ist immer irgendein ein Busch, den man sich da nehmen kann. So mache ich das auch meistens, wenn ich dann da irgendwo durchgehe. Aber irgendwie habe ich das in diesem Spielstand wohl verpeilt, weil ich kaum Beeren habe im Moment. So, ich habe eine Fackel, eine Axt, eine Pike und einen Speer jetzt gebaut. Weißt du, wie du zu diesem großen Dinosaurier-Gehege hier kommst, wo wir uns vorhin getroffen haben? Nein. Das ist sehr gut. Also echt ein super Spiel zum Zusammenzocken. Ja. Ja, wie gesagt, ein Problem ist, dass wir jetzt einfach keine Basis bauen konnten. Und dass ich die Schildkröte angegriffen habe, auch nicht sehr schlau, aber... Ach, das ist doch... die paar Level-Unterschied. Aber immerhin habe ich jetzt dieses Sets Foundation noch. 4 Stück, die du mir gegeben hast. Etwas, ne? Ja, immerhin. Oh fuck. Dehydriert. Ja, ich auch, ich bin erst neu gespawnt. Bist halt durstig gespawnt. Aber wie heilt man sich jetzt eigentlich? Hab keine Ahnung. Entweder es gibt Medikits oder man heilt sich einfach über Zeit, wenn du genug gegessen hast. Okay, weil ich habe eben diesen Dino gemacht, danach hatte ich halt dieses Zeichen, oh, heil dich doch mal. Ich habe versucht Sachen zu essen, hat nichts geholfen. Dann bin ich immer weiter verletzt gewesen, also irgendwie ausgeblutet und gestorben. Oh mein Gott. Yeah, jetzt habe ich geschissen. Oh, da ist ein Dino. Ich habe mich mal wieder töten lassen. Vielleicht spawn ich ja diesmal wieder an einem anderen Platz. Ey, das nervt mich. Mit Absicht töten lassen. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich bekomme Fleisch oder ich sterbe. So oder so, nur eine Win-Win-Situation. Oder beides. Du bekommst erst Fleisch und stirbst dann in Verletzung. Wow. Mich, ob man die auch vermehren lassen kann. Ob man die Dinos poppen lassen kann, meinst du? Ja. Das steht ja explizit dabei, Wild Female und White Male, sowas. Ja, eigentlich müsste das dann ergehen. Hat man eine riesigen große Dino-Familie irgendwann. Na mach. Ich habe dreimal auf Craft-Item gedrückt und hat es nicht gebaut, die Sau. Nee, ich bin gerade hier
Bild rumgeleckt. Also. Ja, kann sein, dass es vom Server war. Das war jetzt zum gleichen Zeitpunkt, als ich die Probleme hatte mit meinem Dings. Mein Bauen hier. Fieber bekommt man beim Sammeln von Kräutern nebenbei, ne? Fieber? Ja. Man bekommt Fieber hier? Fieber, wie auch immer das heißt. Ach, okay. Clan-Fieber, ja, ja. Ja, ja, ja. Da und... Ja, nur von daher. Ich fand das lustig, eben hab halt gekackt und plötzlich greift mich so ein riesen Dino an, als ob ich einen Angriff möchte damit. So, was hattest du gelernt? Wie man Dinos tötet. Ich meine in den Grams. Wirklich nur Fundament, Türrahmen, Tür, Mauer und Dach, glaube ich auch. Wall and Roof, okay. Ich werde mal weiter bei den Klamotten bleiben machen und mache meinen Helm, die Schuhe noch. Warum sollte ich mir einen Note, also einen Notizzettel lernen? Kann ich mir aufschreiben, was ich noch brauche, oder was? Ernsthaft jetzt? Schon wieder tot? Nein! Ich habe einen Level 12 Raptor gebracht. Also, fällt zum Film gebracht. Ich muss ihn jetzt noch mit Dingern füttern. Okay. Dann kommst du hier gleich mit dem Raptor angeritten. Ah ne, brauchst du auch einen Sattel erstmal, ne? Ja, um ihn reiten zu können, aber man kann ihn schon so zähmen, dass er einem nachrennt und quasi als mobiles Inventar oder mobile Cargo-Box benutzen. Okay, das ist geil. Weitergeht, dann werde ich immer noch. Ach nein, ich kann ihn gar nicht tamen. Was? Wieso nicht? Doof. Es ist ein Raptor, der braucht Fleisch. Ach so. Ja, wie soll man dann auch. Soll man denn hier an Fleisch kommen? Wenn man so gut wie nichts findet, außer diesen riesigen Dinos, die einen sofort umbringen. Schildkröten zum Beispiel. Oder Dodos. Na, Dodos habe ich bis jetzt einen gesehen. Und die sind jetzt ausgestorben. Jetzt sehe ich auch Nessie. Oder sowas ähnliches. Und die Schildkröte, die du angegriffen hast, die war ja auch 48. Ich glaube nicht, dass ich die down kriege, auch wenn ich einen Speer habe. Doch, das geht. Die ist gar nicht mehr da. Nee, nee. Ja, die ist eh die Sponsors. Ah, cool, wenn man craftet. Kann man sich bewegen, es geht nur sehr viel langsamer. Und die Stegosaurus da vorne sollte ich lieber nicht angreifen, vor allem weil es eine Herde ist. Das glaube ich. Müsste zumindest Stegosaurus sein. Außerdem, ich habe gerade einen Level 12 Raptor gemacht.
hatte vorhin mit dem Level 4 ja schon zu kämpfen, der mich am Ende noch gekillt, weil ich an dem verblutet bin. Ich habe es nicht mal mit der Faust gemacht, sondern mit einer Waffe. Aber der ist auch immer hin und her gebackt, dass ich den nicht getroffen habe, von daher. Na, ich greife da mal die Schildkröte unten an. Hab sie wiedergefunden. Wenn das so weitergeht, dann werde ich hier noch zum Survival-Spieler wegen dir. Hm. Ärgert mich jetzt. Dass ich zum Survival-Spieler werde? Nein, dass ich den Raptor hätte filmen können und es nicht geklappt hat, nur weil ich kein Fleisch hatte. Also. Oh, die Schildkröte ist nur 24, vielleicht. Ach, ich brauche Fleisch. Nee, Schildkröten kannst du nicht mit, du musst halt das nehmen, was die so essen. Nee, ich meine Fleisch zum Essen für mich. Weil ich schon wieder am Verhungern bin und Bären, das ist ja. Oh. Mein Speer ist kaputt. Ich hätte nicht auf den Panzer schlagen sollen. Bis du tot bist. Ich kann auch auf die Seite schlagen. Versohle ich mir hintern. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ach. Wie hast du denn mit dieser Schildkröte gedauert? Das dauert ja ewig, das ist mit Waffen. Vor allem bewegt es sich extrem schnell für eine Schildkröte irgendwie. Das ist jetzt doof. Greift eine Biene an. Wird jetzt dunkel draußen. Wenn wir noch zusammen wären, könnte ich ja ein Feuer, Lagerfeuer machen und hätte auch eine Fackel. Mal schauen, ob ich eine Fackel machen kann, aber mir fehlt alles dafür. Das ist ja schon mal ein Teil der Miete. Meine Scheiße nicht kaputt, die will ich aussammeln. Verdammt. Mensch, Scheiße. Ah, jetzt sind schon zwei. Lol. Jetzt habe ich hier eine männliche und weibliche Schildkröte. Und die verleben sich gerade. Was machen die? Ja, die haben beide so ein Herzsymbol drauf. Und sie rennen mir nach, statt sich gegenseitig nachzulaufen. Ich glaube, jetzt habe ich Angst an meinen Hintern. Muss ja bei einem von beiden Angst haben. Ach fuck, zwei sind zu viel. Aber was ist denn das für ein Scheiß hier? Meine Scheiße. Ich schlag schnell mal auf die Weichteile, also auf die Weichbereiche des Schildkröten. Trotzdem nicht. Ach komm, leck mich doch am Arsch, ey. Ich glaube, das Level 24 Ding war wirklich zu hoch.
mich schon abverkloten wieder. Geil. Irgendwie nicht so. Nein. Ich hab halt versucht, gegen das Vieh hier anzutreten. Und bin jetzt erstmal auf dem Desktop, weil ich warte, dass es mich umbringt. Jetzt, wo ich stillstehe, habe ich nicht einen Schadenspunkt bekommen. Toll. Vielleicht denkst du so. Du bist schon tot, weil du dich totgestellt hast. Nicht mal ein Feuer hinstellen, weil es zu nah an einem gegnerischen Gebäude ist. Und tot. Gleich. Cool, bin eingeschlafen. Gute Nacht. Okay, Essen bringt offensichtlich, aber was zum Heilen, also immerhin etwas. Aber das ist schon ein bisschen doof, dass man hier nirgends was hinbauen kann, weil überall alles zugebaut ist. Ja. Hätte man vielleicht doch auf dem eigenen Server gehen sollen. Ja. Jetzt einfach alle Samen, die ich habe. Okay, das klang eklig. Na, tot. Nee, doch nicht. Ich bin nur bewusstlos. Kann man das eigentlich mit Absicht machen, dass man schlafen geht irgendwie? Ich habe Makrobeeren gegessen. Dann lag es bei mir auch daran. Ich wollte alles essen, was mir irgendwie Gesundheit bringt, damit ich nicht frecke. Bevor ich den Platz finde. Und jetzt... Ja, ist alles dunkel. Geht mal wieder weiter hier. Schlafen. Ich glaube, man muss einfach nur still stehen bleiben, damit man Leben regeneriert. Kann auch sein. Dann bin ich mal kurz AFK, bis das Leben wieder voll ist. Jo.
Jo, da ist er wieder. Und ich glaube, ich habe das Tier gerade eben gar nicht richtig leer gemacht. Warum glaubst du das? Weil ich panisch weggelaufen bin, um ein Feuer zu machen, damit ich mir das, was ich schon gesammelt habe, halt plündern kann. So. Und ja. Deswegen habe ich es, glaube ich, verkackt. Oh, geil. Ich habe ein paar Sachen gefunden. Das ist echt geil. Das ist mir noch nie passiert hier. Hast du schon einen Schlafsack? Nee, hast du, ne? Ich hab's gelernt, aber ich habe noch keinen gebaut. Natürlich, der ist der Körper. Okay, ich hab Blueprint dafür gefunden. Okay. Ah, ein Schlafsack ist nur ein Single-Use. Was? Single-Use wie Respawn Point. Ich hab 16 Fleisch auch gefunden. Also diese weißen Blitze, die kann man auf jeden Fall annehmen. Und ich glaube, ich bin beim Gehege. Scheiße, wo ich jetzt eigentlich... Achso. Da, wo wir uns vorhin getroffen haben, meinst du? Ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Egal, ich komme dir einfach trotzdem entgegen. Oder lauf da wieder zurück hin. Glaube ich zumindest, dass ich das tue. Oder ich laufe von dir weg, das kann auch sein. Also ich habe schon so eine scheiß Fackel in der Hand und er sagt mir, mir ist kalt. Ja, ich finde das System überhaupt nicht ausgereift. Ja, man soll halt ganz viele Klamotten anhaben, aber ich habe eigentlich schon fast alles mit Klamotten zu voll hier. Also ein Item zumindest, was Klamotten angeht, hatte ich vorhin hier. Das stand dran, dass es sehr gut für den Ausgleich zwischen warm und kalt sorgt. Hab ich aber noch nicht gebaut. Ja, es ist definitiv ein anderes Ding. Siehst du das große grüne schwebende blaue Schiff? Grüne schwebende Schiff? Ja. Wie weit bist du davon entfernt? Nicht so weit, also ich bin recht nah dran. Dann komm mal direkt dahin. Oh, schon wieder zurücklaufen. Da war ich gerade nämlich auf dem Weg hin. Wenn ich unterwegs irgendwo die Chance kriegen sollte, mein Feuer zu bauen, werde ich da erstmal was kochen zwischendurch. Auch wenn ich stark bezweifle, dass das jemals der Fall sein wird. Du kannst auch erst kochen, dann gehe ich auf. Also. Hä? Oh. Ich meine, im Spiel kochen. Ja, ich auch. Wieso willst du einfach aufgehen? Wow, scheiße! Ich bin schon wieder tot. Leck mich doch am Arsch. Ernsthaft? Gerade wenn wir uns wiederfinden? Nein, warte. Ich weiß nicht, ob ich tot bin. Weiß nicht, ob ich angegriffen werde. Oder die Biene, den Dino angreift. Nee, ich glaube nicht, dass ich angegriffen werde. Na denn. Hey. Sonne. Wenn du Richtung Sonne schaust. Ah, okay, ne. Was denn hier für ein Teil? Ich sehe noch gar keine Sonne.
Ah, da war. Hier ist eine Stelle. Ich glaube, ich habe wirklich keine Lust mehr auf das Spiel hier. Ich finde den Anfang wirklich sau schwer. Ja. Vor allem. Gut, ich meine, wir haben jetzt auch die Hälfte der Spielzeit damit verbracht, uns gegenseitig zu suchen, aber. Das war mir jetzt gerade die Maus. Na, jetzt ist sie wieder da. Use item. Was? Ich hab so ein scheiß Campfire jetzt gemacht. Und wie koche ich daran? Muss das aufmachen mit E. Dann legst du dein Fleisch da rein und du legst Holz oder so dazu. Ach da, oh, das Campfire-Inventar in die Mitte, ja. Ich habe mich versehentlich das rohe Fleisch jetzt gegessen. Dodo Level 32, ob ich den besiegt bekomme. Dodos gehen immer. Ey! So. Na, bloß hast du es geschafft. Ja. Mein Gott. Ein bisschen was von meinem Fleisch ist schlecht geworden. Da steht jetzt dran, dass es da noch irgendeinen Nutzen für geben soll. Aber man ach, warte mal, ich kann Dodo ja auch zähmen. Drop it like it's hard. Sehr gut, meins. Okay, Fleisch bringt ungefähr 10 Essenspunkte. Von so einem ordentlichen cool. Steak wird man aber doch satt. Na, wenn ich Bären hätte, hätte ich jetzt ein Pet-Dodo. Hallo, gib mir das Holz wieder. Dankeschön. Wo bist du denn gerade? Ziemlich genau unter dem Gründings. Okay. Also wir reden ja von diesem großen grünen Schwebeteil, ne? Ja. Von ja. Diesem. Ja, genau. Sicher, dass du da bist? Ja, noch nicht ganz. Also ich bin noch nicht. Direkt runter, ich hab nur. Ja, bin in der Nähe davon.
habe gerade mein Lagerfeuer hier aufgebaut, weil ich das endlich mal konnte. Und was da? Bisschen Fleisch gebraten. Ah, ich würde das Fleisch ein bisschen roh essen müssen. Ja, wenn du rohes Fleisch isst, dann bekommst du zwar Leben, aber dein... Also, du bekommst Essen, aber dein Leben geht ein bisschen runter. Okay. Wie erwarten war. Oh, ist das ein Campfire? Oh. Wo genau hast du das Campfire gemacht? Unten am Wasser. Am Fluss. Direkt vor so einem Stein. Ja, dann bin ich gerade bei deinem Campfire. Komm mal, helf mir. Ich habe hier nämlich gerade ein... Ah, nee, das ist von Big Mac. Das hier ist das Campfire von Wilma. Wilma! Bin gleich wieder auf dem Weg. Ich komme, habe gerade einen Spucker hier. Ja, mach das. Was damit, also. You killed a Dio irgendwas, Rex. Super, nur Leder bekommen, nichts anderes. Das wollte ich gar nicht. Ach, stimmt, ich wollte ja was trinken. Und wenn ich mir etwas Fetch hole, dann müsste ich eigentlich doch auch... Einmal Wood, zweimal Fetch, das muss reichen. Oh, ich könnte den Sattel lernen. Ja, dann macht das doch. Ending Torch. Cooked meat. Yay! Nein! Ach, fuck, wie komme ich da jetzt vorbei? Warte. Jetzt gerade in so einer Art Staudamm. Ah, ne, ist ein Haus über dem Fluss einfach nur. Schluck, du Luder. Okay, ich habe die Entfernung zu diesem großen Steinfliege, grünen Dings da, Bums da, bisschen unterschätzt, glaube ich. Your mama has so many warts, her face spells ugly in braille. Okay. Also jemand, der so ein hässliches Haus baut, sollte immer mit Mama-Witzen ganz vorsichtig sein. Mir wird ständig angezeigt, dass irgendwelche Bären, die ich habe, schlecht geworden sind. Dabei habe ich die meistens gar nicht im Inventar. Opala. Kann man ohne Fallschaden ins Wasser springen? Keine Ahnung. Ich bin jetzt nämlich tagged unter dem Dings.
Also fast direkt. Müsste halt noch in die Mitte kommen davon. Oh, fuck. Okay, jetzt sterbe ich. Was ist passiert? Ich bin an einem Abhang. Direkt in der Mitte davon, komme nicht mehr hoch. Aber ich. Der einzige Weg runter ist halt springen. Und das ist ziemlich hoch. Jetzt sehe ich dich doch eigentlich ab jetzt sehen. Also, du siehst ja das grüne Ding. Ja. Da ist ja so ein Holz, also so ein. Ja, so ein Fels in der Mitte, ne? Ja. Mach mal, ich guck mal, wo du bist. Ah, da oben bist du, okay. Ich bin direkt unter dir. Hm. Ah, geil. Steh ich drauf. Ich versuche mal zu springen. Ja, ansonsten bin ich da, um deine Sachen zu looten. Das ist sehr beruhigend, danke. Du hast gelebt. Ich habe gelebt, ja. Und überlebt habe ich auch. Und du bist nackig. Moment, ich muss kurz was trinken. Also bekomme ich nicht wieder hoch. Ich hab doch gerade eben erst gesoffen. Wieso bin ich jetzt schon wieder dehydriert? Ja, wegen Bären. Ups. Oh oh. Auch Hilfe? Ja, ich bin im Wasser. Da brauche ich keine Hilfe, ich brauche Hilfe hier oben. Ich bin auf dem Weg, wenn ich immer rauskomme irgendwann. Ich weiß, dass ich heiß bin. Muss mir das nicht ständig sagen. Du bist in der Mitte, ne? Ja. Einfach da, wo die Biene ist. Oder der Käfer oder das fliegende Ekelteil. Was auch immer. Au. Hey, cool, ich hab getroffen. Ah, ich. Ich habe im Fight an der Hunger. Also ich jetzt keine anderen Probleme hätte, ne? Eine Biene greift dich an. Jetzt wäre aber der ideale Zeitpunkt, eine Pizza zu essen. Es ist immer der ideale Zeitpunkt, eine Pizza zu essen. Da furzt du an. Ne, ich hab geschissen. Wo ist da? Ah ja, ich auch. Sind ja scheiße zu treffen, die Dinger. Ja, das war auch mein Problem vorhin. Ich muss rohes Fleisch essen. Meine ganze Dieberfleisch ist voll. Dieberfleisch ist auch, du meinst links unten da, diese Mängelanzeige da. Ja. Achso, also ich treffe den einmal und ich werde vergiftet. Gegen so einen scheiß Käfer. Der Käfer gewinnt. Das ist das Schlimmste, glaube ich. Oh, jetzt kann ich deinen Kot essen. Ist das eklig. Ach, komm her, du Sau. Wenn wir wenigstens mal vernünftig fliegen würden, statt sich so hin und her zu backen hier. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir... Ja, ja, der springt wirklich in der Gegend rum. Und dann auch noch teilweise so schnell. Und tschüss. Nee, ich glaube, das war's für mich. Ich geh noch mal in die Mitte und guck, was passiert. Jo, hier muss man richtig viele Opfergaben bringen, um so einen Summon Broodmother Stein zu kriegen. Ja, ja. Also hat dich die Gratis-Spielzeit davon eher abgebracht, das Spiel zu holen, als ja. Dich zu unterstützen. Irgendwie hatte ich doch Spaß mit den Survival-Packen, aber... Dass man hier so oft und so schnell stirbt, ist ein bisschen heftig. Und so wenig, das Essen so wenig bringt vor allem. Ich habe ja dieses andere Spiel, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt, im Winter auf jeden Fall, gezockt.
Da war das weitaus einfacher zu überleben, weil das Essen auch viel mehr gebracht hat. Welches meinst du? Ich glaube, das war Home Alone. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall musste man, war man da im Winter und muss dann halt über versuchen, die Kälte zu überleben hauptsächlich. Okay. Nee, also was ich hier wirklich sehr, sehr anstrengend finde, das ist, in der Nacht kann man überhaupt nichts machen. Es kann sein, dass es nur meine Gamma-Einstellung ist, aber ich habe in der Nacht überhaupt nichts gesehen. Das heißt, ich könnte am Anfang in der Nacht, wenn überhaupt, dann nur mit der Fackel rumrennen und, hier Beeren sammeln. Sobald ein Dino kommt, dann muss ich rennen. Müsste aber an deiner Gamma-Einstellung liegen, weil ich habe nachts nicht viel gesehen, aber es war okay. Und übrigens, kurzer Status-Update, man kann aus großer Höhe ins Wasser springen und Schaden zu nehmen. Aber ich ersaufe jetzt, weil ich nicht mehr rechtzeitig hochkomme. Geil. Okay, tot. You died. Ja, ich glaube, das war's dann für mich auch. Bedanke mich an die vielen Zuschauer hier. Ja, ich schaue immer gerne zu. Ja, aber ich glaube, der Stream ist auch wieder irgendwie am Abspacken. Also wenn ich auf der Konsole streame, dann läuft der Stream im eigentlichen Stream flüssig und keine Probleme. Wird aber nicht gespeichert. Und wenn ich am PC streame, dann kann man den live nicht kaum gucken. Wird aber perfekt abgespeichert, ohne Probleme. Ja, zumindest etwas. Ja, wenn eine Kombination aus beiden wäre, dann mal nicht schlecht. Ja. Na, ich verabschiede mich dann von euch. Bis dann. Ciao, ciao.